YouTube-Freunde, hallo Tipper. Ich wollte heute nochmal die erste Liga tippen, habe ich ja lange nicht mehr gemacht, aber vielleicht habt ihr Interesse, ich will lieber tippen. Also das ist heute und morgen wieder hochinteressant. Das sind ja heute nur, heute geht das gegen Abstieg. Wollen wir gucken. Dann haben wir das erste Spiel Bielefeld gegen meine Hoffenheimer Freunde. Aber wie gesagt, Hoffenheim hin, Hoffenheim her. Ich sehe die, ich mag sie nicht gerne sehen, aber das ist eine andere Sache. Und natürlich Arminia Bielefeld haben wir eine Fanfreundschaft mit. Das gewinnt Bielefeld 2-1. Ich hoffe das. So, dann haben wir Hertha gegen Köln. Das ist natürlich schwierig. Zwei unheimliche Traditionsvereine. Köln lungert da auch wieder unten rum. Und Hertha macht jetzt auch mit den Dada, den wilden Mann da. Ich weiß das nicht. Es riecht nach Unentschieden. Aber wie gesagt, ich tippe doch mal ein 1-1 ein. Mit sehr viel Wohlwollen für Köln. 1-1. Dann haben wir Augsburg gegen Werder. Ja gut, das, ich will mal jetzt die HSV-Brille wegnehmen und mal normal tippen. Augsburg, das spielt ja Gregoritsch. Nee, das ist ja schon mal, den kannte ich ja gut. Und bei Werder Bremen, muss ich schon sagen, die haben den Kuhfeld nicht entlassen. Das kann natürlich jetzt das, als Boomerang zurückkommen. Also Kuhfeld hin, Kuhfeld her. Für mich stagniert er in Bremen. Aber das ist eine andere Sache. Das müssen die Bremer selber wissen, die da rumlungern. Ja gut, und Augsburg haben auch den Trainer entlassen. Ich glaube, das gewinnt Augsburg 1-0. Also werden nicht viele Tore fallen. Vielleicht macht der André blinde Hahn, der hier mal gespielt hat, André Hahn noch ein Tor. Aber sonst, ich sag mal, das gewinnt Augsburg 1-0. Ja, dann haben wir ja noch, Köln. Dann haben wir Schalke gegen Frankfurt. Ich nehme an, dass Frankfurt das gewinnt. 3-1. Dann haben wir Gladbach gegen Stuttgart. Ich bin ja so ein bisschen Gladbach angehaucht. Ich mag die Stuttgarter auch. Die haben sich sehr gut gehalten. Hier in der ersten Liga, das muss ich schon ganz ehrlich sagen, auch mal gute Leute gekauft. Ne, mit den, ich glaube, das oder mein Freund Orel, mein Galaspieler, den hätte ich hier gerne in Hamburg gesehen, aber leider nicht, ist das nicht geklappt. Aber Gladbach zu Hause, das gewinnt Gladbach 2-1. Oder haben wir die Pillendreher gegen Union Berlin, das geht wohl nur um die goldene Ananas. Oder kann Leverkusen noch reingucken, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das wird ein 2-2. Der Kruse macht wieder sein Ding, da bin ich voll überzeugt. Freiburg gegen Bayern, ja, ich nehme an, dass Bayern das gewinnt. Vielleicht 2-0. Mir wird das nicht. Die Jungs, die haben auch keinen Bock mehr, die Münchner, die sind ja durch und Freiburg ist auch durch. Ich sag, das wird ein ganz gemütliches 2-0 für Bayern. Ja, dann haben wir Mainz gegen Dortmund morgen. Ja, Mainz hat mich überrascht. Mainz hat eine gute Truppe da, da und viele ausländische Leute, ja, die spielen alle guten Fußball da. Bis auf den Torwart, den traue ich nicht viel zu. Aber wie gesagt, mein Zuhause, Dortmund jetzt. Dortmund bin ausgelaucht. Aber wie gesagt, der Haaland spielt mit. Ich glaube, das gewinnt Dortmund 3-2. Dann haben wir Leipzig gegen Wolfsburg. Das wird auch hochinteressant. Ja, Nagelsmann, das hättest du dir nicht träumen lassen, ne? Der Bochum so, dass Dortmund so aufzieht. Ne? Das hast du dir nicht träumen lassen. Also war aber ein schönes Spiel, das muss ich schon sagen, von beiden Seiten, von Leipzig und von Dortmund, das Pokal ins Spiel. Hat mir sehr gut gefallen, da ziehe ich heute noch von. Und Wolfsburg, ja, VW, das wird interessant, aber ich nehme an, dass Leipzig das 2-1 gewinnt. So, das sind die Tipps, oder wollen wir sehen, was in der zweiten Liga läuft. Ob ihr das gucken wollt oder nicht, ist eure Sache, aber ich habe die getippt und ich hoffe, dass ich wieder gewinne. Alles klar, tschüssi, haut rein, ist Tango. Und heute wollen wir sehen, was Werder macht. Da bin ich mal gespannt drauf. Tschüssi, tschüss. Relegation gegen Werder bin ich auch nicht schlecht. Aber so weit ist das noch nicht. Ich drücke alle die Daumen für die ganzen Mannschaften. Ich habe Respekt vor jeder Mannschaft. Ob das Werder Bremen ist oder Frankfurt ist oder Bayern München. Ich habe da Respekt vor. Und Bielefeld und Gladbach, die habe ich so ein bisschen im Kopf. Oder auch im Herz. Alles klar, tschüssi. Hau rein.